Über den Vampir. Rosa, der Vampir, der dich angegriffen hat. Darf ich... Er hat meinen Lohn getrunken! Das tut mir wirklich sehr leid, aber... Kannst du bitte etwas leiser sein? War das packend und finster? Die Zeile habe ich viele Stunden lang geübt. Ja, du bist die Beste. Oh. Also, könntest du mir erzählen, was passiert ist? Ja, also er lockte mich in die Scheune, indem er die Geräusche einer schwangeren Kuh imitierte. Dann packte er mich und hat angefangen, mein Blut zu trinken. Aber er hat es sofort wieder ausgespuckt. Als würde ich ihn anwidern. Das war schon irgendwie ein bisschen beleidigend. Wenn mein Mann zu Hause gewesen wäre. Und was ist danach passiert? Er sagte schon wieder... Nee, er sagte... Schon wieder B! Gruppe B! Als ob ihr mir alles ärgern wolltet! Und dann lief er fort. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, dass die Kühe schöne Kälber bekommen. Handeln, was hat die denn? Die hat Butter, die hat Käse, die hat Eier mit Milch. Was? Eier mit Milch, na klar. Eimer mit Milch und Milchkrug. Ja, okay. Cool, Kühe. Mir fällt gerade auf, ich war hier oben noch gar nicht. Ich habe die alle noch gar nicht kennengelernt. Ich bin Tress. Ich bin der Friedhofswärter, schön dich zu treffen. Wenn du mit Hausmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du meinen Bruder Kohle besuchen. Das sind definitiv Brühe. Handeln, was hast du? Für 25? Oh, weiß ich nicht. Bist der Verkäuferin 2? Das ist okay. Holzkeile, gut, der verkauft halt das, was wir freigeschaltet haben. Bis jetzt. Guck an, da oben ist Holz. Also hier ist Holz und da oben geht's zur Mine wahrscheinlich. Ich glaube. I assume. Nee, wo sind wir denn jetzt? Ich komme nicht weiter. Ich hänge ihn fest. Guten Tag. Hey, komm ja nicht auf die Idee, die Bäume zu fällen. Nein, ich schaue mich hier nur um. Gut, ich bezahle diesem Dorf eine Menge für das Recht, hier die Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit. Wenn ich doch nur eine bessere Axt hätte. Was ist, wenn ich dir die bringe? Ich verdiene noch nicht so viel Geld. Ich habe nicht einmal ein Haus. Ich kann dir ein altes Familienzip beibringen. Passt, da hält deine Ausdauer bei der Arbeit aufrecht. Neue Aufgabe. Bringe eine Eisenaxt. So, was passiert, wenn ich jetzt hier Bäume fällt? Geht gar nicht, ne? Aber ernten geht. Nice. Okay. Ja, gibt's hier sonst noch irgendwas Wichtiges? Foreshadowing auf die obere Gegend. Aha. Ja. Ich sehe. Wow. Was ist denn das? What? What's that? Kommen wir da hoch? Aha. Bestimmt der Weg in die City oder so. Was ist das für ein Ort? Dieser Pfad führt zur Burgfeste. Der Weg ist versperrt. Alles klar, das heißt, wir kommen da mal nicht annähernd rein. Oh nee, was ist hier? Ich rieche etwas Leckeres und Rauchiges. Wenn du jemand suchst, der dir die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Der klingt wie der Gangenkönig aus Star Wars 1. Dort versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens ein trockenes Blatt Brot kaufen zu können. Nicht so darum, mein Baron. Was riecht hier so gut? Das ist großartig, oder? Das ist mein Kebab. Ein altes Familienrezept. Bring mir ein paar gute Fischfilets und ich bringe es dir bei. Oh mein Gott, wir sammeln Quests und 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 Quests. Wird ja immer verrückter hier.
Ich brauche eine Technologie. Ja, geil. Wir können damit nichts anfangen. Super. Ganz toll. Wirklich super. So. Meine Aufgabe oder meine Idee ist es, den Astrologen zu finden. Hier können wir theoretisch fischen. Haben aber keine. Oh, warte. Dies ist eine Angelstelle. Du findest auch noch eine im Dorf, am Fluss, im Sumpf und am Meer. Ja, schön. Ich habe keine Angel. So, let's go away. Let's erkund the system. Oh. Ja, hier war mal. Hier war mal irgendwas, aber nicht mehr. So, hier geht's nach unten. Wir haben hier einen Haufen Ruinen. Ey, was ist denn das? Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Ich versuche nur optimistisch zu bleiben. Und ich weiß, worauf es ankommt. Worauf denn? Hey, glaubst du, dass er das verstehen würde? Nein, Digo, das wird er nicht. Ich kann es nicht sehen. Okay, dann sag ihm einfach irgendwas anderes. Innerer Frieden, meine Gewürze und Süßigkeiten. Darauf kommt es an. Süß wie Honig. Bring mir Honig und ich bring dir bei, wie man einen Kuchen backt. Kuchen ist klasse. Alles klar, haben wir. Ding dong, bing bong, ich bin der Dicko, bin ich der Dicko? Alter, der Typ ist so durch. Der ist ja richtig geil, den kann man richtig gut vertonen, ich mag den. I like him very much. Frische Eier. Oh, du hast natürlich nur frische Eier. Omelette und Herstellen von Igel, Spiegelei, Handeln. Wie jetzt? Ich kann... Jetzt kann ich schon mit einem Korb voller Eier handeln. Ich werd verrückt, ey. So wie Digo. Digo, ey, Digo. Digo, ey. Ey, du, ey, Digo. Das ist furchtbar. Digo. Dekoration. So. Ab in den Keller. La 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 la. Eine Kiste. Den hier die Quange mit der Mützen. Ey, geil. Gebratenes Fleisch. Super nice. Oh, 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 oh. Give me water. Wir haben einfach Wasser im Inventar. Wir haben einfach Wasser im Inventar. Das ist ja mal so räudig. Nee, ich. Aha. So, wir haben Water. Stimmt, ich wollte eine Kiste unten bauen und die Sachen da unten reinlegen in die in unsere Halle. Also wo wir die Leichen bearbeiten. So, jetzt will ich erstmal nach dem Dorf gucken. Och, geh doch weg. Ohne Spaß. Lass mich. Cool, ich kann einfach wegrennen. Easy. I assume this is not a problem. Gute Nacht. Ja, viel Spaß. Ciao. Ja, geil, die bleiben einfach stehen. Ich kann die einfach outrunnen. Ey, Zufriedenheit von 3 von 3. Easy. Gar kein Problem. Wo sind die denn? Hä? Doch, da oben. Okay. Nein, 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 nein. So, viel Spaß. Jetzt will ich erstmal gucken, ob ich was bauen kann. Ein Brunnen nämlich. Dafür brauche ich mehr Steine und einfache Eisenstücke. Okay, das ist easy. Das ist ziemlich easy. Oh, geil, wenn die einen Brunnen haben. Ich frage mich, ob die sich dann selber mit Wasser versorgen, ne? Es wäre sehr interessant zu wissen. So, geh mir hier auf den Sack. Mir ist letztens übrigens im Schnitt aufgefallen, dass mir das Abtapfen von dem Honig massivs Leben abgezogen hat. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das irgendwie eine Technologie, die wir später freischalten. I don't know.
Aber es war so. Das war so. Ach ja, warte mal. So, dann... einfache Eisenstücke. Und was ich auch brauche, ist Steine. Alles klar. Einmal ein Roundabout, bitte. Tatsächlich brauchen wir noch einen einzigen Stein. Einen einzigen Stein. Und ich bin mir ziemlich sicher, den Baum einfach mal da unten ab. Insofern jetzt dann noch irgendwelche Viecher kommen. Nice. Sehr gut, wir haben einen Stein. Das reicht absolut aus. Wir gehen wieder hoch. Und dann bauen wir den da jetzt mal einen schönen Brunnen hin. Hätte ich gesagt. So, Viecher kommen wieder. Kann ich das nochmal machen? Nee. Halt, warte mal, da geht's lang. Da geht's lang. Oh, es ist warm heute. So, hohe Zufriedenheit auf jeden Fall. Haben die sich schon was gegönnt hier im Lager eigentlich? Oh, ich habe Pilze da. Na gut. Ist egal, wir bauen einen Brunnen. Boom. Baue ein Zelt. Reden. Hallo, ich will reden. Bro, ich will reden. Nicht jetzt. Dann bleib doch mal stehen. Digga, wo läufst du? Du läufst ja nur in der Gegend rum. Ein Wohnzelt. Dafür brauchen wir Seide und ich habe keinen Plan, wo die herkommt. Ja, als ob die jetzt wieder Zufriedenheit brauchen. Ach, ihr habt da noch alle Pilze, ist mir auch egal jetzt. Als ob ich mich jetzt hier um jeden Larry kümmere. Das ist ja mal völlig bescheuert. Da, hat mir Leben abgezogen. Krass. Aber wir haben 4 Honig. Und neue Beeren. Und keine Energie mehr. Wir gehen mal straight zur Kirche. Ich weiß bloß nicht, wo das Gebet hin ist, ehrlich gesagt. Naja, wir gucken mal. Gut, es ist Tag, das heißt, die ganzen Fledermäuse kommen jetzt auch nicht. Ja. Ich hoffe ja auch, pass auf, ich hoffe wirklich, dass wir das hier irgendwie noch schön machen können. Dass es halt irgendwie so einen wirklich sichtlichen Progress bekommt. Aha. Was geht ab? Da du jetzt Geistlicher bist, solltest du an unseren Kirchenaktivitäten teilnehmen. Ich habe in der Nähe der Kathedrale eine Suppenküche für die Armen eröffnet. Das hilft dabei, mein Image zu verbessern. Wenn der Pöbel hungrig ist, passt mein tadelloses Aussehen nicht ganz ins Bild. Haha. Deswegen brauche ich eine Menge billiger Schüsseln. Und du scheinst Lehmablagerung vor deiner Kirche zu haben. Mach mir ein paar Schüsseln und ich gebe dir den Leitfaden für Geistliche. Der hilft dir für ein paar blaue Punkte für den Anfang. Ich kaufe dir auch gerne Brot für die Suppenküche ab. Zum Kircheneinkaufspreis, versteht sich. Haha. Sammeln Sand! Oh mein Gott, endlich! Lecco mio, wie lange habe ich darauf gewartet jetzt? Ich habe keine Predigt. Alter, ich habe keine Predigt. Muss hier raus. Sofort. Muss mal ganz dringend hier hin. Moin. Zur Mittagszeit ist hier nämlich dunkel. Leute. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll. Und jetzt
Lasset uns um diesen beten, um diesen Segen beten. Okay, toll, toll, okay. Eure Spenden sind immer willkommen. Tolle Predigt, tolle Predigt, tolle Predigt, tolle Predigt, tolle Predigt. Alter, geil, wir nehmen Geld ein. Kann ich nochmal? Gebet des Nächsten, okay, das finde ich gut. Nicht, dass wir hier irgendwie, das wäre halt wirklich ultra langweilig, könnte man das oft genug am Tag machen. Das wäre saudumm. Und es würde überhaupt keinen Spaß machen. Ohne Scheiß. Das wäre richtig, richtig lame. Deswegen, dieses Spiel ist einfach super. So, wir können jetzt diese Lehmhaufen abbauen. Hier war nämlich irgendwo einer. Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Entweder hier oder hier. Aber der war da. Hundertprozentig. Irgendwo hier. Da drüben war. Und hier auch einer. Geil. Alter, wir können doch noch mehr rausholen. Ja, wie? Mach doch mal. Ich brauche mehr Flusssand. Komm. Hau raus. Sag mal, ist der nie depleted? Wir haben 55 von dem, also ja. Ja, ja, das schaut gut aus. Das ist halt legit gut, aber ich glaube, das schaffen wir nicht, bis der wieder. Nee, niemals. Warte mal, Technologien. Grei. Keramik, Lehm. Erstmal freischalten. Blaupause, Drehscheibe. Herstellen. Nö, da machen wir uns jetzt mal keinen Stress. Aber wir fertigen da jetzt mal 20 Stück an. Geil, endlich eine Leiche und er will mit uns reden. 1, 2, 3, 4. Esel verdienen noch mehr. Karotten. Was machst du da? Ich streiche. Was soll das heißen? Dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse und dir keine weiteren Leichen mehr bringe. Jedenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öle die Räder. Ich trage diesen Klang nicht mehr. Außerdem Urlaub. Keine Leichen mehr am Sonntag. Und jetzt, ich will besser bezahlt werden von dir. Diese Leichen sind nicht dein Eigentum. Sie sind natürlich auch Ressourcen. Und ich will meinen Anteil. Moment. Jede weitere Leiche kostet 5. Ich hab's gerade verkackt. Sie kosten... Was? Du kannst sie in eine spezielle Kiste hier packen. Ich hole mir dann die Karotten daraus ab. Wenn das hier nicht passt, kannst du dir auch einen anderen Esel suchen. Oh, es gibt ja gar keinen anderen Esel. Ja! Wow. Alright. Hey, Alex Nelson SP, how are you? I'm good. I'm actually doing a live let's play. So, yeah, in German. Gut, und jetzt steck die Karten da rein. Ich hab keine. Gute Nacht. Cool, wir kriegen keine Leichenteile mehr. Wir kriegen keine Leichen. Mega! Wunderbar. Haben wir ja ganz toll gemacht. How's your day going? Very good. Actually, feeling great today. That's nice. Okay, ich muss jetzt mal meinen Kram hier ordnen. Also, Steine hier rein. Alles Werkzeug, yo. Ganzen Leichengeschichten, glad to hear. Thank you. Metallschrott. Das da rein. Mal die ganzen Holzteile weg. So, den ganzen anderen Kram. Das nehme ich raus. Das kommt hier rein. Ach, Karottensamen, lol.
Okay, ich brauche also noch ein Feld. So, muss ich die jetzt irgendwie bewässern oder bewässern die sich jetzt von selbst oder? Ja, nicht genügend Saft im System. I have a question for you. Go ahead. So far.